Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß. Tag 6 im Sommer des ersten Jahres. So, wir müssen Sachen wegpacken. Sind die letzte Mal ja wieder voll aus den Latschen gekippt mit volle Dashs. Das wollen wir so natürlich nicht. Wir sind mal gespannt, ob es heute hier vorangeht. Ich bin ja echt so ein bisschen hier den Motor können wir wegbringen. Das war ja, wir haben ja noch ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. Das war ja nicht alles Banane gestern, ne? Also das müssen wir ja auch mal anrechnen. Ja. Aber mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte, dass wir diesen blöden Motor nicht kriegen. Ich habe ja diesen mysteriösen Mann auch schon mal gesehen, wo wir den kriegen können sollen. Pipapo. Kann ich. Ach, guck mal, den platzieren wir hier durch meinem Haus. Großartig. Ja, den mysteriösen Mann haben wir damals gesehen. Ich habe keine Motoren bei ihm gekauft, weil ich dachte, ach, die finde ich doch. Wird doch kein Problem. So, jetzt haben wir das Problem. Wir finden sie nämlich nicht. Falls irgendjemand von euch mittlerweile schon lange mir geschrieben hat, ey, Germanin, ich habe dir aber doch schon den Tipp gegeben, meine Folgen kommen immer so ein bisschen versetzt. Ja, vielleicht habe ich sie mittlerweile gefunden, vielleicht auch nicht. Wir werden es irgendwann rausfinden. Wir werden sie irgendwann finden. Irgendwann werden wir den Typen wiederfinden. Und dann werde ich alle Motoren kaufen, die ich kaufen kann. Aber das ist noch nicht so. Also schauen wir, wie wir so erstmal vorankommen. So, mehr Platz geht gerade nicht. Ach, warte mal, wir haben noch die zweite Seite, ne? Oh, okay. Wir gucken jetzt mal. Nein, ich wollte den Ventilator aufstellen. Ah, ich bin durcheinander, Leute. Django's Restaurant Tafelrunde bietet jeden Tag leckeres Essen. Ja, ist mir aber noch zu teuer. Und da ich hier survivalmäßig noch kein Essen brauche, später wahrscheinlich um... Wollen wir den hier aufstellen? Nö. Wahrscheinlich später total gut, wenn wir mehr Ausdauer brauchen und weiter suchen wollen. Wir haben es ja gestern auch das erste Mal geschafft, dass wir echt unsere Ausdauer runtergezogen haben, bis aufs Letzte, da nichts mehr machen konnten. Da wäre Ausdauer-Food bestimmt sinnvoll gewesen. Aber haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Ist halt so. So ist das. Wir sind einfach, ne? Einfach voll die Lappen sind wir. Natürlich nicht. Wir sind richtig geil. Also, kommt, weiter geht's. Go on! Auf geht die Luzi, auftanken. Yes. Und fertigen. Alles fertigen, was du kannst. Eisenbarren brauchen wir wirklich viel demnächst. Kupferbarren, glaube ich, auch. Wir machen mal hier in die kleinen Kupferbarren. Wenn wir diese ganzen Kupferspulen und so, das war ja auch echt viel. Sollte vielleicht doch auch laufen. Und wir brauchen auch Holz. Immer wieder Holz. Ja, guck mal, die Bäume sind wieder da. Nehmen wir die gleich mit. Dann werfen wir einen Blick gleich auf die Karte, wenn die Bäume liegen, damit wir den Aufzug wegbringen können. Bin ich auch gespannt. Vielleicht kommen wir da ja in irgendeine Ruine, wo es den Motor gibt. Muss ja irgendwie weitergehen, ne? Muss ja irgendwie weitergehen! Und wenn jemand Emily sieht, mal kurz Pause schreien. Dann kann ich der nämlich das Schmuckkästchen in die Hand drücken. Zwar nicht, dass sie auf Schmuck steht, so vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja auch schon. Nur sie ein Bauernmädchen ist, aber auch Bauernmädchen mögen Schmuck, oder? Ich kenne jetzt nicht so viele Bauernmädchen. Bitte fühlt euch nicht angegriffen. Solltet ihr ein Bauernmädchen sein und ne, das ist jetzt hier keine in Schubladen stecken. War nicht mein Plan. Sollte das so angekommen sein? Sorry. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt heutzutage, ne? Empfindet ihr das auch so? Ich empfinde das als furchtbar anstrengend. Ich bin eigentlich generell ein Mensch. Ich bin sehr tolerant und sehr offen für alles und jeden. Und jeder soll sein Leben leben, wie er möchte. Aber wenn man in so Gespräche geht, merke ich schon, dass ich da echt schon langsam anfange, Bammel zu haben, weil ich einfach niemanden unnütz verletzen möchte. Und manchmal kommt was ja wirklich falsch rüber und das ist... Und dann ziehe ich mich mehr zurück. Geht euch das manchmal auch so? Oder kennt ihr das? Oder ist euch das scheißegal und ihr haut alles raus, was ihr so raushauen wollt? Und wenn dann, dass man dann drüber quatscht. Also ich finde, ja, ein bisschen Smalltalk hier wieder beim Material looten. Ist halt schwierig, ein schwieriges Thema.
finde ich für mich. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen an. Aber so ist es. Wer ist das? Das ist jemand Neues. Leute, wer ist das? Du bist nicht der mysteriöse Mann, du bist ein Han. Han, wer bist du? Du bist neu. Nein, ach, Stein auf. Schreiber aus Walnusshain. Mein Neffe hat vor kurzem ein Lied geschrieben. Willst du es mal hören? Los geht's. Oh Gott. Ich wachte auf, oh Graus, ich kam zu spät zur Schule. Ich rannte los und rutschte aus auf eines Schafes Stuhle. Hahaha, was denkst du? Ziemlich lustig, oder? Ich glaube, das baue ich mit mein nächstes Skript ein. Boah, Han, ey, Alter, ich, boah, krass, ich... Das war total scheiße. Gott, das war wirklich schlecht. Es war einfach wirklich schlecht, Han. Ich kann nichts anderes sagen. Mann, ich habe Emily jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen. So, Leute, wir wollen auf die Karte gucken. Hier müssen wir hin. Da gibt es auch eine Haltestelle. Guck mal, wollen wir mal eben gucken, ob wir schnell eine Haltestelle damit hinnehmen können. Dann sparen wir uns nämlich später einen Weg. Haltestelle. Und den Aufzug können wir dann dahin bringen. Badam-badam. Haltestelle, Hartholzdiele, Rohre, Platten, Stoff, könnte klappen. Gehen wir mal. Bin da ganz guter Dinge. Vielleicht die Bronzeplatten. We will see. Hartholzdiele. Stoff. Und Platten war das noch, ne? Stoff haben wir eigentlich auch schon da. Platten haben wir da. Ich hoffe, das reicht. Guck mal. Wäre so grandios, wenn das jetzt schon reicht. Fehlt. Da sind noch Platten. Habe ich aber noch. Ja! Geil! Geil, geil, das muss doch laufen. Auf zu... Wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen. Auf zu... Zum Bassanio-Aufzug? Bassanio? Wo muss ich denn da laufen? Muss ich hier über... Hier komme ich ja nicht... Komme ich hier hoch? Ich glaube, ich komme hier hoch. We will see. Lauf, Forrest, lauf! Wir haben was geschafft. Unterwegs wollen wir vielleicht echt nochmal so ein bisschen was einsammeln. Nee, Holz ist wichtig. Holz, Holz. Holzi, Holzi, Holz. Immer mal hier so einen Busch mitgenommen. Zack. War übrigens, ich hab mir letztes Mal echt so ein Tipps und Tricks Video angeguckt von My Time at Portia. Da hat auch jemand gesagt, das ist halt, wenn man unterwegs ist, man halt immer so sowas mitnehmen soll. Also, gebe diesen Tipp gerne weiter. Ich weiß nicht, ob ich das Video nochmal wiederfinde. Sollte es so sein, verlinke ich euch das hier vielleicht nochmal in der Videobeschreibung. Ist ja vielleicht auch immer ganz cool, sowas zu machen, ne? Wenn man sowas schon mal erwähnt. Ich bin Anfängerin, ne? Also, übe mich in allem. Da, Geduld mit mir. I versuch to give my best. Mal mehr, mal weniger. Oder auch nicht perfekt. Ich glaube, da hinten funkelt es schon. Da müssen wir hin. Ich glaube, das sieht gut aus. Wir sind hier auf einem guten Weg. Da ist dieses Haltestellending. Und dann können wir da auch gleich den Aufzug reparieren. Oh, ich bin so aufgeregt. Gehen wir wieder irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Das ist echt noch groß, ne? Wenn man überlegt, wie schnell die Zeit rumgeht, man kann gar nicht so viel an einem Tag erkunden. Gestern da in dem Ödland. Waren wir gestern im Ödland? Ich glaube schon, wir waren gestern im Ödland, oder? Das war so cool. So cool. Ich wäre auch so gerne weiter in dieser Kläranlage rumoxidiert. Aber, ja, ich... Im Gift und so, das hat uns ganz schön zu schaffen gemacht. Alter, sind da Bienen? Bienen! Bienen greifen uns an! Wir werden von Bienen angegriffen! Hilfe! Okay, geschafft. Die sind weg. Das ist ja die waren ja gemein. Böse Bienen. Böse, böse Bienen. Das hatte ich auch noch nicht. Badabam. Mal. Aufzug. Wo ist der Aufzug? Aufzug. Was rede ich denn da? Haltestelle? Motor? Ja. Ach nee, das wollte ich da auch. So. Da oben ist eine Kiste. So, wir wollen das hier platzieren. Wunderbar. Das heißt, wir können hier schnell hinfahren. Und jetzt kommen wir auch da oben hoch, wenn wir das reparieren. Was? Wieso habe ich hier nicht genug Materialien?
Was? Aber ich hab doch das Ding. Ich dachte, das brauche ich. Ey, was fehlt? Leute, was fehlt? Ich werde. Oh. Oh. Hab die Materialien vergessen. Ich dachte, das wär's jetzt gewesen. Nein, ich brech ab. Das ist jetzt ja wohl nicht deren Ernst. Okay, wir fahren zurück. Oh Mann, ey. Fail. Riesiger Fail einfach. Aber gut. Wenn wir die Sachen haben, können wir jetzt wenigstens schnell hinfahren. Oh, bam. Richtig glorreich. Richtig glorreich. Hat das nicht geklappt hier? Ah, wir gehen mal kurz gucken, ob wir hier unser Dings aufbauen können und vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen weiter. So, wir müssen jetzt mal schauen. Die Schleifmaschine. Dürfte ja die Schleifmaschine sein, die wir verbessern müssten. Kann man die verbessern? Nö. Aber nicht? Wie können wir denn dann diese Hartholzdielen machen? Bin ein bisschen überfragt. Montagestation Level 1. Können wir die verbessern? Können wir das jetzt so machen? Jetzt fehlen wieder die Eisenbarren, ne? Ja. Anderes verbessern? Nicht. Natürlich nicht. Den Arbeitstisch. Oh nein, 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 nein. Ich wollte nicht bewegen. Boah. Ganz schön viel Zeug, ne? So, man kann hier auch. Guck mal, hier konnten wir gerade sehen, was das denn bringt, die Verbesserung. Gerade schon, ich habe eben einen kleinen Motor gesehen. Ich bin schon so verrückt, dass ich mir das schon einbilde. Verrückt. Ja, nee, kommen wir nicht weiter gerade. Kacke. Bin ein bisschen traurig. Ja, wir müssen diese Eisenholzdielen irgendwie machen können. Oder fehlt uns dafür wirklich einfach das Eisenholz? Hey, May. Nee, ist ja Quatsch. Man sieht ja, wenn man das machen kann. Das ist so ärgerlich, ne? Wir gucken gleich nochmal genau rein. Irgendwas muss ja fehlen, dass wir das machen können, ne? Das wird schon wieder duster. Millie haben wir jetzt auch schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Seit unser Melonenessen, ne? Ich vermisse sie ein bisschen. Emily! Wer kommt da gerade an uns vorbei? Verfolgt sie uns ein bisschen? Mit May los. May? Ich fühle mich ein bisschen, Level up, ja! Sehr schön. Sehr schön. Hey, wir waren mal einen Tag nicht in der Mine. Auch mal vorkommen. Da gibt es aber ordentlich Eisenholz. Dann die Uhus. Was ist das für ein Haus? War das schon immer da vorne? Oder ist das der Eingang zum diesem Wald? Fischeintopf haben wir auch immer noch nicht zubereitet, weil wir das Kochset noch nicht haben. So, das ist der Eingang da, glaube ich. Was machen wir, Leute? Was machen wir? Kommen wir halt auch nicht voran. Wenn wir hier reingehen, dann werden wir gleich von 98.000 Pandamäusen erschlagen. So, den Baum hier vorne kann ich nicht mal fällen. Ja. Ich will nochmal ins Handbuch gucken. Gegenstand. Da müssten wir ja Werkzeuge fertig schneiden.
Eisenholzstiele. Industrielle Schneidemaschine. Industrielle Schneidemaschine. Ja, wie kriege ich die denn? Wie kriege ich denn eine industrielle Schneidemaschine? 100%ig. Wenn wir die Werkstatt aufbessern. Die einfache. Wir kommen nicht voran ohne diese Industrie. Wir müssen... das habe ich mir nicht gemerkt. Was wir brauchten... für die Montagestationverbesserung. Auf jeden Fall Kohle. Oh, können wir so einen Auftrag holen? Ah, warte mal, einen Handelsauftrag. Ich kann doch bestimmt noch einen Handelsauftrag holen. Fehlt auf jeden Fall Geld. Uiuiui. Das ist ja tricky. Wir lange suchen. Mich noch rein? Oh ja. Ach, wir haben Samstag. Wir können gar keinen Auftrag annehmen. Außer hier. Straßenlaterne. Bitte baue 2. Ja, komm, ich brauch Money, Money. Dann bauen wir halt nochmal Straßenlaternen. Auch nicht schlecht. Machen wir das. Machen wir das so. Okay, das erklärt auch, warum wir einfach nicht weiterkommen. Unsere Geräte sind zu schlecht. Wir müssen uns also ein bisschen verbessern. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst weitermachen soll. Das ist gerade... Sorry, Leute, das ist so chaotisch gerade. Ich weiß, aber ich weiß auch gerade nicht, wo und wie ich am besten anfange. Macht es mir echt nicht easy. Also erstmal Kohle verdienen und den Montagetisch verbessern. Wenn der Montagetisch verbessert ist, können wir die industrielle Maschine bauen. Wenn wir die Maschine haben, können wir die Eisenholzbretter machen. Wenn wir die Eisenholzbretter haben, können wir den Aufzug machen und dann kommen wir auch ein bisschen voran. Der Story und Quest und überhaupt mit allem. Ah, ich glaube, so machen wir das auch. Oh, eine Kürbisse. Sind die fertig? Reif! Ja, nehmen, ernten. Ich will mal den ganzen Kasten nehmen. Das ist Banane. Bambus Papaya läuft noch. Hallo, da war. Wer läuft da? Auch neu. Kenn ich auch noch nicht. Bist du Carol? Doch, Carol, wir kennen uns. Kennen uns, oder? Hi. Hallo. I'm so worried about this water being polluted. Did the pollution come from within the ruins? Ja. Wir kümmern uns drum. Wir sind schon dabei, Carol. Keine Sorge. Dann können wir hier nochmal alles wieder auffüllen. Auftanken. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen Holz gesammelt, um aufzutanken. Das ist schon mal sehr gut. So, hier ist technisch gerade nichts zum Craften. Die Kupferbarren laufen durch. Läuft es auch weiter. Guck mal, die Eisenbarren kommen auch langsam hinterher. Das ist sehr gut. Carbonstahlbarren brauchen wir. 6 Mal, aber 16 haben wir doch schon, oder? Ich da jetzt falsch. Wir haben noch 16. 6 Mal brauchen wir. Dann brauche ich die nicht mehr herstellen. Das ist ja Quatsch. Eisenbarren können wir aber nochmal nachträglich zulegen, weil die brauchen wir wirklich gerade viel. So, das ist fertig. Ja, da sind natürlich auch die Carbonstahlbarren drin. Die haben wir ja. Die Eibarren gestellt. Lassen wir die nochmal frei. Hier sind wir auch mit dem Kupferdraht vorangekommen. Kann ich hier noch 9 Kupferdraht machen? Ja, das machen wir doch dann auch gleich. Brauchen wir auch ein paar mehr für. Und vielleicht können wir hier schon mal die Spule bauen. Ich verstehe halt nicht, warum mir das in den Missionen nicht angezeigt wird. Weil wir brauchen die ja quasi für... Was war das? Ja. Industrieller Kern. Schmelzkern kann zur Herstellung von industriellen Öfen. Mixers hergestellt aus Tierzähnen. Kupferspule. Guck mal, können wir machen. Schön. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt nur eine brauchen oder mehrere, aber wir haben schon mal eine. Oh, krass. Ich muss eigentlich nochmal reingucken. Das hat mich eben so schockiert.
kommen nicht weiter, wenn wir die Station nicht gelevelt haben. Auch gerade, glaube ich, nicht weiter. Aufzug-Lautsprecher. Zweimal brauchen wir Kupfersprecher. Haben wir auch noch ein bisschen. Hartholzdielen, Eisenbarren. So viele Materialien. So viel einfach. Übel. Lederhorn. Aber brauchen wir auch nochmal zwei. Oh. Wir kommen nicht drum rum zu craften, zu craften, zu craften. Craften. Kann ich das hier nochmal auffüllen? Ja, bitte. Wir brauchen aber auch ganz viel Kupfer auch. Ab. Nein. Fertigen alle. Ah. Da brauchten wir, glaube ich, gerade nichts. Hier ist eigentlich im Moment ziemlich chillig hier, die Maschine. Oh, räumen wir nochmal ein bisschen auf. Ich würde auch so gerne einfach mal alles nehmen. Neu einsortieren, ne? Aber, naja. Das ist so nervig. Oh, schon voll viele Vogelnester. Rechts Glück zum Verwenden. Wollen wir die mal verwenden? Wir verwenden die mal. Wir hatten, glaube ich, schon mal das gemacht. Dann haben wir Eier bekommen und Federn und so, ne? Ja, guck mal. Federn. Federn, richtig viele Eier. Dann. Mal Omelette braten. Oh, eine Datadisk. Warum hat ein Vogel eine Datadisk? Naja. Wir wundern uns nicht. Es ist ein. Nehmen Sie es hin. Ändern können wir es eh nicht. Okay. Gucken wir mal in unseren Charakter rein. Wir können noch mal ein paar Punkte. Ui, oh, wir können ordentlich Punkte verteilen. Guckt mal. Durchhaltevermögen, Ausdauer. Machen wir die Ausdauer jetzt rein. Ist ja wirklich schon mal leer gegangen. Ja, Fischbrei. Eier, Salz. Die Zutaten haben wir, ich glaube, Salz haben wir sogar auch. Wir haben einfach nur das Kochset noch nicht. Das fehlt. Den können wir nicht bauen, weil das Motor fehlt. Weil wir den kleinen Motor nicht finden. Hier müssen wir erst noch die Schleifmaschine verbessern. Dafür brauchen wir Montagestation 2. Hier genauso. Da fehlen uns einfach noch die ganzen Materialien. Bambuspapaya können wir tatsächlich suchen gehen. Und hier fehlt uns auch noch ein bisschen Material. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach in diese Wildnis und schauen, ob wir da noch ein paar Papaya-Sachen sammeln können. Vielleicht, dass wir die morgen abgeben können, wenn wir da 10 Stück von haben. Der Tag ist sowieso fast gelaufen. Dann haben wir den noch ein bisschen produktiv genutzt. Ne? Wenn wir wenigstens eine finden, bin ich schon happy. Ja, ansonsten geht's morgen. Ist wahrscheinlich dann wieder in die Mine. Weil wegen ist so. Wir brauchen einfach den Motor auch. Und ja. Ein paar Handelsaufträge nochmal abschließen. Morgen ist Sonntag. Morgen werden wir keinen Auftrag bekommen. Aber die Straßenlaternen können wir bauen. Das ist ja auch quasi ein Auftrag, wo wir Geld für bekommen. Ja, Straßenlaternen. Oh, ich muss mich echt so ein bisschen sammeln, ne? Viel auf einmal. Gegen die haben wir auch noch gar nicht gekämpft.
Kieferhahn. Fleischkieferwahn-Bowler. Was ist denn? Achso, das ist dieser Hut, den die aufhaben, richtig? Brillengläser gibt es von denen. Okay, cool. Tierfett. Oh, ist auch neu. Haben wir auch noch gar nicht gehabt. Hinten ist jemand. Ach, das sind diese blauen Typen. Ach, das blaue Leder. Das brauchen wir auch. Dann ist das ja ganz praktisch, dass wir hier sind. Können wir die auch gleich nochmal mitnehmen. Ist der ein oder andere noch mal ein bisschen Leder für uns fallen. Die Schlurpies, genau, Schlurpies war's. Schlurpies mit Water Attack, Aquaknarre. Kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie bei Pokémon hier. Oh, ich habe keine... Ah! Wir haben keine Punkte mehr. Oh nein, und alle greifen an. Oh, Hilfe, weg hier. Nein, das war doof. Ich muss hier weg, ich will nicht ins Wasser. Nein, oh. Okay, wir haben unsere SP aufgebraucht, liebe Leute. Wir haben es geschafft, mal wieder. Müssen wir nur den Ausgang finden. Da vorne. Ohne, dass alle uns hier umhauen. Wahrscheinlich kippen wir unterwegs wieder um. Brauchen wir 2 Stunden nach Hause? Ah, eine haben wir nur noch. Ist hier eine Haltestelle? Wir sind jetzt 3 Nächte in Folge umgekippt. Vielleicht können wir jetzt mal... Ach, Töfte fährt, glaube ich, nachts nicht, ne? Okay, wir werden also glorreich unterwegs nach Hause. Okay. Achso, hier brauchen wir eine Laterne. Schön. Schön, schön. Wer treibt sich denn hier nachts noch so auf den Straßen rum? Ist ja auch mal interessant. Hier der Higgins, ne? Der kennt wahrscheinlich auch kein Ende. Er hat irgendwelche Probleme, glaube ich. Jetzt geht's wieder. Hey, sorry, dass ich mich falsch mit dir und so, weiß schon. Komm mir nicht in die Quere. Ich werde die meisten Tüftüfts bauen. Ja, wahrscheinlich. Kannst du mir verraten, wo du die Motoren her hast? Hey Higgins, so von Handwerker zu Handwerker, komm schon. Ey, komm, ich weiß, wir haben so unsere Differenzen gehabt, aber bitte, bitte sei doch nicht so egoistisch. Es tut mir leid, dass ich dich falsch verdächtigt habe. Wollen wir Freunde sein? Nein, nicht. Bäh. Bist doof. Gute Nacht, adieu.